Ist es eigentlich lustig oder nicht lustig, aber macht es, ist es gut, wenn sie erzählt und ich nebenher Tee trinke oder sollen wir das lieber später machen? Cool, dass du dabei bist. Wir sind Nicole und Corinna von der DMG. Hi. Und wir heißen dich herzlich willkommen zu Mission Hoch 3, wo wir dir in 3 Minuten 3 Dinge aus der Mission weitergeben. Hoffentlich ist heute auch wieder was für dich dabei. Wir feiern bald den 3. Advent und deshalb sagen wir dir heute 3 Ideen, wie du ganz praktisch jetzt in dieser Vorweihnachtszeit deinen Liebsten Jesus näher bringen kannst. Ja, und unsere erste Idee für dich ist super einfach. Du kannst zum Beispiel an deine Nachbarn oder an deine Freunde eine Postkarte weitergeben mit einem lieben Gruß hinten drauf. Und wir haben bei der DMG ein neues Postkartenset. Schleichwerbung. Und haben euch 2 Karten hier mitgebracht. Einmal mit einem schönen Bibelvers drauf. Und diese Karte kannst du zum Beispiel benutzen, um deinem russischen Nachbarn zu sagen, Isus tibe lyubit, was so viel heißt wie Jesus liebt dich. Und natürlich kannst du auch eigene Karten gestalten oder irgendeine beliebige Karte nehmen und die an deinen Lieblingsbäcker nebenan weitergeben. Ja, und apropos Bäcker, was du natürlich auch ganz praktisch machen kannst, ist Plätzchen backen. Zum Beispiel kannst du dich mit deinem Jugendkreis treffen, ganz fröhlich Weihnachtslieder trällern und dann die Plätzchen backen und an die Leute in der Nachbarschaft verteilen oder einfach alle Leute, die dir auf dem Herzen liegen. Das ist eine kleine süße Geste, wo die Leute sich drüber freuen. Du kannst auch einen Bibelvers anheften und kannst ihnen so, weil Liebe ja bekanntlich durch den Magen geht, die Liebe Gottes ein Stück weit weitergeben. Denn unser 3. Tipp ist etwas gewagt, aber wir sind zum Beispiel letztes Wochenende auf die Straßen gegangen und haben kleine Geschenke verteilt an die Menschen. Schokoladentafeln mit einem Bibelvers drauf oder mit einem kleinen Evangelium oder auch Stollen und sind so ins Gespräch gekommen mit den Menschen und haben sie gefragt, was für sie Weihnachten bedeutet und ob sie Weihnachten feiern. Und ich kann echt sagen, also jetzt in dieser Vorweihnachtszeit sind die Menschen einfach so offen, auch über den Glauben zu sprechen. Ja, das waren 3 kleine praktische Tipps, wie du gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit Gottes Liebe deinen Liebsten weitergeben kannst, Fremden weitergeben kannst, jeden Menschen, den Gott dir aufs Herz gelegt hat. Falls du selber noch ganz originelle Ideen hast, gib sie uns weiter, schreib sie uns in die Kommentare. Ja, und das war heute Mission Hoch 3 und wir sehen uns wieder in 3 Wochen. Ciao. Ciao. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Machst du ein Plätzchen? Ja, gerne. Wie sagst du, Jesus liebt dich auf Russisch? Jesus tibe lyubit. Jesus tibe lyubit.